Jan und ich fliegen nach Kurdistan. Das heißt, ich muss Koffer packen. Ich zeige euch mal die wichtigsten Dinge, die ich in meinen Koffer reinpacke. Mein deutscher Pass, der Gamechanger, meine Damen und Herren. Da wir 6 Tage lang wegfliegen, reicht ausnahmsweise eine Unterhose. Und das war's auch schon mit dem Kofferpacken. Ich fahre jetzt zu Jan rüber. Also, wir sind jetzt geschwind ins Lager gekommen, um ein paar Arbeiten zu erledigen. Wir haben hier Bombenwetter, weißt du, was ich meine? Bombenstimmung und Bombenwetter. Willkommen in meiner Halle. Kennt ihr schon meine Halle? Ja, es ist eine Art. Es ist eine Art. Ja, du darfst es fahren und du darfst einsteigen, ja. Jan, was ist denn das für ein Auto? Ist das ein... Ich trau meinen Augen nicht. Ist das ein freaking R8? Das sind Reezys. Und damit meine ich nicht den Rapper. Jan, hör auf damit. Ich brauch das. Hör einfach auf damit. Ich sagte, ich brauch das. Hört ihr den Regen? Schaut euch das Bombenwetter mal an. Egal. Morgen geht's nach Irak. Und dann haben wir 40 Grad. Und ich rede von 40 Grad Celsius. Nicht Fahreneinheit. Oreo-Keks Double Cream? Jan, lass es bitte. Wer von euch erkennt den Teil dieses Studios hier? Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Richtig, bei seinem Podcast auf seinem Zweitkanal. Welche Gäste hattest du schon hier, Jan? Waren schon ein paar Gäste da. War Apache schon da? Ja, Apache war noch nicht da. Noch nicht. Ballert Apache seine DMs voll, der soll zum Brocast kommen. Hab die Sonnenbrille an. Fahr durch meine Stadt. Boah, das ist respektlos, das kannst du nicht machen, Bruder. Das ist der Grund, warum er dann auch sowieso niemals kommen würde. Was ist das, Bruder? Du singst ein Lied und bummst die Kamera, Bruder. Wir fahren jetzt Richtung Flughafen Köln. Von da fliegen wir nach Irak. Jan ist schon am Schlafen, weißt du, was ich meine? Ich habe nichts gefrühstückt und gestern Abend habe ich auch nichts gegessen. Willst du was knabbern? Ich brauche was zum Knabbern auf jeden Fall. Ich habe da was zum Knabbern. Müsli-Riegel. Nee, ich esse kein Corny. Von dem Corny werde ich richtig horny. Angekommen beim Flughafen. Steh auf, Jan. Wir sind angekommen. In Irak? Noch nicht, nee. Also aussteigen. Und das ist Mahmoud. Er wird uns begleiten. Er wird unser Tourguide sein für dieses Video. Was Erbil angeht, kennst du dich aus, meinst du? Bruder, Erbil ist mein zweiter Vorname. Ich habe hohe Erwartungen, mein Lieber. Was war die Business Lounge? Wie lange haben wir noch? Kein blassen Schimmer, wie lange wir noch haben. Aber ich will was essen. Ich muss was Eiweißhaltiges essen, weil ich mache nämlich meine Transformation auf meinem Zweitkanal. Ich brauche Eier, weißt du, was ich meine? Ich brauche sowas. Hier so Eier mit Mozzarella und so, weißt du, wie ich meine? Endlich. Wie schmeckt dein Sandwich? Ich bin da richtig glücklich, ich habe den Boy vergessen. Es geht nichts über Eier. Wie ich sehe, ernährst du dich auch zurzeit gesund, Amir. Stalibra. Proteinriegel. Stalibra weiter so, bra. Meine Damen und Herren, es wird Zeit. Ich hab den Geruch vom Flughafen vermisst, weißt du, was ich meine? So, wo zum Henker ist jetzt unser Flug? An die Leute, die sagen, Kurdish Airline gibt's nicht. Ich zeig euch nicht Kurdish Airline. Hier warten wir jetzt alle gemeinsam auf unser Airbnb. Flieger, Fly Erbil. Die beste Airline, Flug ohne Ankunft. Ein Flug ohne Landeplatz, Can. Can, es geht schon wieder los. 5 Stunden, das ist hart. Ich will keinen kurdischen Piloten. Ich will auch einen schönen deutschen Piloten, keinen Kurden, der nicht fliegen kann. Ah, ich habe den Duft von Kerosin vermisst. Wie findest du den Duft von Kerosin? Oder ich habe ein bisschen Angst, geben, die kann ich mitnehmen, ja. So, Can, wir fliegen jetzt gleich. Can Abi Jim und ich glaube, ich muss rein. Hast du Flugangst? Ja, ein bisschen. Und diesmal wird es besonders, denn diesmal gehen wir in unser Heimatland. Weißt du, was ich meine? Armin, was hast du zu essen? Cheeseburger. Cheeseburger haben wir nicht. Döner? Haben wir leider auch nicht. Sushi. Sushi haben wir da. Wie viel von 10? 15. Can, hier, nimm ein Sushi. Hast du die selbst gemacht? Die habe ich mit meinen eigenen Händen gemacht. 10 von 10. Stabil, bra, stabil. Angekommen beim Flughafen Kurdistan. Weißt du, was ich meine? Das, meine Damen und Herren, ist der Landeplatz hier. Ich habe ihn entdeckt. Offiziell. Es wird ja oft gesagt, dass es keinen Landeplatz hier gibt. Aber ich habe es hier offiziell entdeckt. Das hier ist der Landeplatz. Weißt du, was ich meine? Wer von euch kennt Tiger? Kurdisches Red Bull, die Nummer 1. Tiger, weißt du, was die ich meine? Die Nummer 1. Meine Eltern haben immer gesagt, das ist schädlich, ich darf das nicht trinken. Nein, Bruder, das ist nur für kleine Kinder schädlich. Wenn du über 16 bist, dann kannst du das trinken. Tiger. Die Nummer 1. Stabibra. Tiger, weiter so. Die Nummer 1. Wir haben 30 Grad. Ich warte gerade auf Can, weil die checken ihn gerade aus von oben bis unten, ob er irgendwelche illegalen Sachen dabei hat. Halbe Stunde später und er ist angekommen. Kam hier keiner nach mir zu fragen? Hier, trink einen Tiger. Das ist das kurdische Red Bull. Tiger. Amir, probier mal einen Tiger. Tiger, weiter so. Die Nummer 1. So, das ist unser erster Abend hier nach unserer Ankunft und gleichzeitig unsere erste Mahlzeit. Weißt du, was ich meine? Wir essen ja Tantuni. Da kommt diese Zitrone hier rein. Was hast du? Auch Tantuni. Aber du hast in so einer Teigrolle. Was hast du? Auch Tantuni, aber Hähnchen. Auch Tantuni, Bruder, in Rolle. Dann haben wir hier noch einmal Fingern. Also das heißt bei uns so. Wir nennen das nicht Pommes, wir nennen das nicht French Fries, wir nennen das Fingern. Schaut hier so mal der Beweis, hier steht Fingern. 3000 Dinar, weißt du, was ich meine? Hier haben wir noch einmal Hummus. Ja, ist jetzt einfach ein Laden um die Ecke gefunden, auf Schnelle, aber ist ein 10 von 10. Tiger. Wisst ihr, was das Beste hier ist? Du isst hier ganz entspannt dein Essen und da unten chillen Kakerlaken, weißt du, was ich meine? Das ist ganz normal, das sind unsere Artgenossen, weißt du, was ich meine? In Deutschland würden die diesen Schuppen schon schließen, aber hier sind sie willkommen, weißt du? So, meine Damen und Herren, jetzt zeige ich euch den Game Changer. Das ist die beste Pizza auf der ganzen Welt.
Schmeckt ja echt gut. Ich probiere jetzt auch mal so eine Game Changer Pizza. Schaut mal, meine Damen und Herren. Ganz normal Topping, Hackfleisch, Käse. Also ehrlich, Pizza schmeckt besser, als sie aussieht. Wenn ihr mal hier seid, dann kommt ihr vorbei in Erbil, esst diese Pizza hier. Ich gebe selten eine 10 von 10, aber es ist eine 10 von 10. Weißt du, was ich meine? Tiger, weiter so. Die Nummer 1. Komm, machst du den Live-Test? Ich bin heute am Schwitzen, Bruder. Warum macht ein Tantoni-Laden und ein Obstladen auf einmal Pizza? Tiger, weiter so. Wir haben hier gerade 0 Uhr und die Friseure haben immer noch offen. Can schneidet sich gerade die Haare. This is your first haircut here in Iraq. Ich sag, er wird verkacken. This is the hairdresser from Lionel Messi. Ich sehe, Can zittert schon. Mal sehen, wie das Endresultat sein wird. Sieht ja auf jeden Fall sehr angenehm aus. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben knapp 1 Uhr morgens, weißt du? Und die haben immer noch offen. Stellt euch vor, ihr steht um 1 Uhr auf und denkt euch, ah, ich gehe mir kurz mal die Haare schneiden. Weißt du, was ich meine? Tiger, weiter so. Armin, du schneidest so hobbymäßig selber Haare. Was sagst du zu dem Friseursalon? Gemütlich, knusprig. Mhm. Was ist das für eine Audemars Piguet, mein Lieber? Das ist eine Patek Philippe. By the way, mein Outfit of the Day. Ich stecke seit 4 Tagen in diesem Outfit. Outfit of the Week, würde ich eher sagen. Weißt du, was ich meine? Tiger, weiter so. Wir kommen gerade aus diesem Friseursalon und daneben ist einfach ein Uhrenladen. Denkt ihr, diese Richard Millis Original? Boah, schau dir mal, was die haben. Sogar Jacob & Co. Schaut euch das mal an. Nicht mal Marc Gebauer hat solche Uhren. Was geht, Marc? Davon kannst du ja eine Scheibe abschneiden. Komm mal nach Kurdistan. Hier gibt es viel geilere Uhren. Das hier ist nicht Marc Gebauer, das hier ist Rosgar Gebauer. Stabil, Can. Hier holst du also immer deine Uhren. Tiger, weiter so. Wisst ihr, was das Problem ist? Die Leute in Deutschland denken, in meinem Heimatland ist es wie in so einem Dorf. Aber schaut euch dieses Gebäude mal an. Das hat die neuesten LED-Technologien. Das sieht aus wie Dubai. Deswegen solltet ihr nie urteilen. Weißt du, was ich meine? Und hier fährt man sogar G-Klassen. Einfach eine G-Klasse. Verstehst du? Tiger, weiter so. Was sagst du eigentlich zu dieser Modernität? Hier ist eine Siedlung mit Häusern. Das fand ich krass. Die Häuser sind nebeneinander gebaut. Jedes Haus hat eine eigene Architektur. Das ist richtig modern aus. Richtig krass. Tiger, weiter so. Wir sind gerade in einem Supermarkt, wie ihr unschwer erkennen könnt. Der Laden heißt Holland und er befindet sich in Kurdistan. Schaut euch mal an, was es hier alles gibt. Oreo-Eis, Bueno, es gibt Ferrero-Rocher-Eis, Raffaello-Eis. Warum haben wir nicht so etwas? Schaut euch mal an, wie viele Cornflakes-Sorten es hier gibt. Peanut Balls. Die haben hier sogar Riesis Puffs. Was ist das? Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Schoko-Pops mit Füllung. Dann gibt es hier noch so eine Füllung. Dann gibt es hier noch eine Füllung. Die haben hier ein ganzes Sortiment voll mit M&Ms. Wenn ihr dachtet, dass das alles war, da habt ihr falsch gedacht. Es gibt hier verschiedene Sorten an Proteinriegel. Es gibt hier Mars-Proteinriegel. M&M's High Protein. Ich weiß nicht, was das ist, aber Proteinpuffs. 15 Gramm. Can, willst du so einen Proteinpuff? Nee. Amir, soll mal uns so einen Proteinpuff nehmen? Boah, die sind geil. Also du hast dir echt von allem das Lärscheste ausgesucht, was es gibt. Was soll daran geil sein, Bro? Tiger, weiter so. Schaut euch das mal an, wie viele Pringles-Sorten es hier gibt. Kann ich nicht mal an einer Hand abzählen. Weißt du, was ich meine? Das ist mit Abstand der geilste Laden, den ich so gesehen habe, ne? Das ist schon Amerika-reif, was hier abgeht. Puffs. Ja. Und jetzt kommen wir zum Ende vom Vlog. Wir sind gerade bei Amirs Oma eingeladen. Wir machen gerade eine Übernachtungsparty hier. Also Grüße gehen nochmal raus an Amirs Familie. Sehr, sehr lieb und gastfreundlich. Hab ich auch nicht anders erwartet. Und Grüße gehen raus an Rosgar. Rosgar Gebauer. Ich leg mich jetzt neben Can Abi. Gute Nacht, Can. Habe. Gute Nacht, Bro. War wirklich ein stressiger Tag, aber ein gelungener Tag auch gleichzeitig. Schlaf gut. Sollen wir gleich noch eine Pfeife rauchen, John? Nein, ich gehe schlafen. Sollen wir vielleicht 2 Pfeifen rauchen? Okay, ich deute das als ein Ja. Tiger, weiter so. Es ist gerade 3 Uhr morgens. Wir laufen zur Moschee, um das Morgengebet zu verrichten. Oder wir haben 20 Grad. Wir haben gerade frisch Gebetswaschung genommen. Jetzt schön beten. Ich finde das Gefühl, in die Moschee zu laufen mit seinen Brüdern, Bruder. Tiger. Die Nummer 1. Fingern. Tiger, weiter so. Was geht, Marc? Komm mal nach Kurdistan. Hier gibt's viel geilere Uhren. Puffs. Protein. Puffs. Tiger, weiter so. Rosgar Gebauer. Fingern. Tiger. Die Nummer 1. Puffs. Rosgar. Tiger.